Ja, ich möchte zwei Sachen sagen. Erstens zum Begriff Anthropozän. Es gab einen Vorläuferbegriff, der ist schon mehr als 100 Jahre alt, Noosphäre. Da war genau die gleiche Idee eigentlich schon drinnen. Und bei Théade Chardin war das ein bisschen abstrakt und mystisch. Und bei Wladimir Vernadsky, dem russischen Wissenschaftler, war das schon sehr konkret. Und er hat ein sehr schönes Buch geschrieben, Der Mensch in der Biosphäre. Das ist, ich habe das übersetzt vor 20 Jahren, das ist bei Peter Lang erschienen. Ich kann es nur empfehlen, leider ist das ein Verlag, der nicht wahrgenommen wird. Und das heißt, das Buch ist auch nicht mehr zu kriegen. Aber vielleicht kann man mal eine elektronische Ausgabe machen. Also der hat wirklich ganz, ganz konkret alles vorausgesehen, was heute hier los ist. Zweitens, bezüglich Latour. Sie haben Latour kritisiert, er wäre schon einmal weiter gewesen. Da möchte ich auch ansetzen. Denn aus meiner Wahrnehmung, ich meine, dass Sie den Autor kritisieren wollen für seine Entwicklung, finde ich spannend. Aber nicht unbedingt legitim. Aber natürlich ist es legitim. Aber versuchen Sie mal, sich in ihn hineinzuversetzen. Und ich würde behaupten, sozusagen die Antwort auf Design ist Zurückhaltung. Das heißt, wenn man jahrelang Design gepredigt hat oder propagiert oder vertreten hat, kommt irgendwann ein Moment, sagt, halt, jetzt machen wir mal eine Pause und jetzt schauen wir mal, was passiert. Und das schreibt er eigentlich in diesem Buch, wenn ich es richtig verstehe, aus Ihrem Referat, also ist ein Moment drin vielleicht. Das heißt, ein Innehalten und zunächst einmal beobachten, was denn die Natur so macht. Interpretiere ich so. Vielleicht steht es nicht drinnen. Aber das war generell eine Handlungsanweisung für mich, einmal nicht zu handeln, sondern zu schauen, was denn passiert. Dann darf ich da vielleicht gleich mal darauf antworten, wie ich das verstehe. Also ich würde erstmal nicht sagen, also Latour hat einen Aspekt in seinem neuen Werk ausgeklammert, den er früher schon mal hatte und jetzt nicht reingebracht hat. Er hat sich weiterentwickelt. Das Terrestrische Manifest ist, finde ich, der bisherige Höhepunkt seines Denkens, ganz klar. Erstens. Zweitens, sollen wir erstmal gucken? Ich glaube, es ist, nee. Also, wir müssen immer handeln und auch nicht, also das vermeintliche Nichthandeln ist auch ein Handeln. Ja? Es ist sogar eine Designentscheidung in meiner Interpretation. Es geht darum, besser zu handeln. Ich habe mich gestern an dem Wort Effizienz ein bisschen gesträubt, dass ich glaube, wir sind gar überhaupt nicht effizient gerade, sondern völlig ineffizient, also wie wir agieren, weil wir agieren und handeln nicht so, dass wir wahrscheinlich alle gut überleben können. Insofern müssen wir eigentlich effizienter werden in unseren Strategien, so zum Beispiel. Aber gut, ich finde, Latour hat sich immer weiterentwickelt, auf jeden Fall, und nur beobachten reicht nicht. Entschuldigung, darf ich noch was dazu sagen? So, ich glaube, wir sind noch mal die Runde durch. Ich finde, das ist ganz schwierig, dass in der Debatte das oft so dargestellt wird, dass wir entweder wieder quasi zurück in die Steinzeit gehen müssen und am Feuer unser Wild braten müssen oder so leben wie jetzt. Und ich finde, diese Art von Schwarzmalerei bringt überhaupt nichts weiter. Die argumentiert quasi wieder darauf, dass alles, wie wir jetzt leben und was wir jetzt tun, schlecht ist für die Natur und wir sind wieder in diesem Gegenüber, anstatt, was ich auch versucht habe darzustellen, zu überlegen, ob wir nicht beides zusammenbringen können, dass wir so leben, wie wir jetzt, aber vielleicht mit, weiß nicht, so wie FDH, 50% Urlaubsflüge, Autofahren, keine Ahnung, Fleischkonsum, wie auch immer, aber dass wir trotzdem am Computer arbeiten und in Autos fahren und so weiter, anstatt wieder zu Fuß zu gehen. Ich glaube, die Frage stellt sich ja auch gar nicht. Wir können nicht wieder wie Nomaden leben und so, das wollen wir auch gar nicht. Aber
Es bringt nichts, so zu tun, als wäre nur das die Lösung oder eben die andere extreme Lösung, Geoengineering, und wir machen einfach so weiter wie bisher. Darum geht es nicht. Es geht darum, um ein anderes Gefühl von Menschsein und Lebensweise zu entwickeln, die eben etwas wieder zur Sprache bringt, was ich finde, was wir verloren haben, nämlich dieses Gefühl fürs Lebendige. Gut, ich sehe drei Wortmeldungen jetzt noch. Katrin Wieck. Okay, erstmal vielen Dank für die spannenden Beiträge und auch die spannende Zusammenstellung der Beiträge, was auch eine Herausforderung für das Denken ist, für Landschaftsentwerfen im Anthropozän. Ich nehme daraus mit, oder ich frage mich, die Frage nach den Kategorien, die Sie aufgeworfen haben, Judith, ob wir diese Kategorien auch brauchen, wenn wir terrestrische Verbundenheit erstmal beschreiben und auch weiter stimulieren und entwerfen. Und auch was Latour fragt im Sinne der Erhebungen und Untersuchungen, wie machen wir das sichtbar? Und mich hat jetzt gerade beschäftigt diese Gegenüberstellung des Bildes von Sao Paulo, des betonierten Tamanduate und nicht mehr vorhandenen Flusses oder nicht mehr zugänglichen Flusses, im Gegensatz zu Isar und dieser Erfahrbarmachung von Natur. Und ob es sich in diesen Kategorien noch bewegt, dieser schönen erfahrbaren Natur und der vielleicht nicht mehr vorhandenen Natur, oder brauchen wir andere Kategorien, um das zu beschreiben oder auch weiterzuentwickeln? Vielen Dank für... Ist das Ding an? Okay. Für eure Beiträge, ja, die tatsächlich eine sehr große Bandbreite auch von Framings dargelegt hat. Und da würde ich eigentlich gerne noch mal eine Frage zu stellen, weil Bruno Latour wird jetzt sehr zentral gestellt mit seinen jüngsten Errungenschaften. Erinnert aber die Diskussion auch sehr an diese ganze Deep Ecology Debatte, die ja schon in den Ende 70er, Anfang 80er Jahre, Gaia Hypothesis etc. ja auch gespielt hat. Und ja, manchmal denkt man eben auch, okay, ist das jetzt alter Wein in neuen Schläuchen oder nicht? Mich würde interessieren, also ich habe mich jetzt eben nicht so in Latours letzte Theorien vertieft, könnt ihr ein bisschen was darüber erzählen, inwieweit sich das eigentlich davon unterscheidet und was das jetzt eigentlich auch bedeutet für, naja, die entwerfenden Wissenschaften? Muss man andere Wege gehen als die eigentlich schon damals propagiert wurden? Darf ich anfangen? Ja. Also wahrscheinlich die Noosphäre oder Gaia oder Deep Ecology von Ness, da ist schon ganz viel drin. Aber es hat aus meiner Sicht immer noch nicht zu so einem guten Konzept oder Begriff, was ja eigentlich das Gleiche ist, geführt, wie ihn jetzt Latour vorschlägt. Wahrscheinlich wurde vor 20 Jahren über Arne Ness und seiner Deep Ecology, gab es auch solche Runden, die da so diskutiert haben. Vielleicht ist in 20 Jahren das terrestrische Manifest auch vergessen, aber momentan, gerade auch in der Anthropozän-Debatte, ist das wieder eine neue Lesart, eine neue Perspektive, die eine neue Produktivität bringt. Also ich meine, Latour hat sich ja enorm mit Gaia auseinandergesetzt, aber sagt eben auch, irgendwie kommt man damit nicht weiter, ne, wenn man das so... Das, wie kommt man jetzt ran? Ja, das haben wir ja versucht auszudrücken. Und also ich würde Ihnen den Vorschlag machen, versuchen Sie mal jedes Mal, wenn Sie das Wort Natur sagen wollen, kurz zu stoppen und zu sagen, ich sage jetzt mal terrestrisch. Ja, für mich ist der Grund, warum die Debatte vielleicht fortgeführt wird und vor 20 Jahren einen anderen Namen hatte, den sehe ich darin, dass es offensichtlich immer noch nicht genug verändert hat oder noch nicht genug bewegt hat. Deswegen werden wir das weiter diskutieren und es werden neue Entwürfe vielleicht für Begriffe kommen, bis sich etwas verändert hat, was man auch sehen kann und was man erkennen hat und was eben, was ich ja sagte, nicht diese lineare Entwicklung nur einfach zeigt. Und jetzt habe ich vergessen, was ich noch sagen wollte. Naja, auf jeden Fall glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir quasi immer weiter so dranbleiben, bis es halt
anders fruchtet. Und das vor allen Dingen, doch jetzt ist es mir wieder eingefallen, das Wesentliche, finde ich, was Latour da bringt, was ich auch gesagt hatte, ist, dass es dieses sowohl als auch darstellen kann, dass die alten oder die früheren Debatten immer dahin führten, etwas neu und anders zu machen, was aber utopisch schien. Und ich finde, Latour bietet an, dass wir alles so erstmal akzeptieren, wie es ist, es neu angucken und versuchen einfach mit einem, nicht mehr mit dem Wunsch, die Vergangenheit auszulöschen oder etwas wegzuradieren, was schon da ist, sondern dass wir es integrieren und einfach, ja, etwas Neues daraus machen und eben uns von dem Begriff Natur zum Beispiel verabschieden und es einfach anerkennen, dass wir Landschaften nur noch um uns herum haben, die eben bebaut sind oder die verändert sind durch den Menschen in welcher Form auch immer. Aber dass das allein nicht heißt, dass wir alles falsch gemacht haben oder dass wir uns von dieser Schuld damit befreien. Dann hat Regine Keller eine Frage. Ich habe noch ganz kurz eine Frage auf das, was Cordula Kropp gestern gezeigt hat mit dem Thema der guten Ordnung, die sie an diesen alten italienischen Fresken so sehr schön gezeigt hat, ist es ja irgendwo in unserem Handeln der Wunsch verborgen, diese gute Ordnung wiederherzustellen oder der Glaube daran. Und dieses Innehalten, das Latour vielleicht meint, ist ja, sich dann nochmal zu vergegenwärtigen, wo stehen wir denn gerade? Ich finde eure Kombination so interessant, weil bei den Bildern, die du gezeigt hast, Franziska, über Tamanduatei und Isa als gute Ordnung und schlechte Ordnung, vergessen wir vielleicht diesen Gesamtansatz, der in dem Geoengineering für mich durchscheint, dass die Produktionsbedingungen von unserem Wirtschaften auf der Welt, die zum Beispiel Tamanduatei erzeugt haben, industriell, einfach in andere Teile dieses Globus verschoben werden und wir deswegen hier die Isar renaturieren können, weil die schmutzige Technik woanders hin verlagert wurde. Und das ist das, was mir an dem terrestrischen Manifest gefällt, dass es keine Verlagerungsmöglichkeiten mehr gibt, weil sich das Außerirdische eigentlich nicht anbietet. Und da würde ich gerne nochmal eigentlich diese beiden Blickweisen zusammenbringen, weil für mich dann plötzlich der Blick auf das Geoengineering irgendwo oder das Engineering Sinn machen wird, weil nur das in Kombination gegebenenfalls einen Lösungsweg bringen könnte. Aber vielleicht täusche ich mich da auch. Nur wir dürfen die vor lauter Romantik in diesem Bild der Isar nicht vergessen, dass es woanders noch dreckiger ist als am Tamanduatei. Ja, aber ich denke, dass dem Climate Engineering, also jetzt im Sinne von Natur, ein wenig die Bodenhaftung fehlt. Das ist eigentlich eine Strategie der Moderne. So, ne? Und ich wollte auch gerne fragen, warum muss es eigentlich immer großskalig sein? Das hörte sich so an, als wenn es eine Grundvoraussetzung für Climate Engineering ist, dass es großskalig ist. Wenn man das rausnehme, könnte das nicht viel öffnen zu lokaleren, kleineren Strategien, die aber in der Summe möglicherweise viel mehr bedeuten? Ich versuche mich knapp zu fassen. Das eine, was jetzt gerade aufkam mit der Frage, ob kleine Maßstäbe auch Teil des Geoengineering oder Climate sein können. Ich glaube auch, dass in der Debatte, ob wir eingreifen sollen in dieser Weise, als erneut monofunktional ist ja ein Gegenargument, Transmaßstäblichkeit, also wie werden Konzepte von oben runter dekliniert und von unten nach oben gestaltet. Das ist das, was Engineering in dem Fall echt gut täte. Auch eine Frage, wo man darüber nachdenkt, vielleicht auch Fragezeichen. Das andere ist, Regine hat es ja gerade treffend gesagt, mit dieser Gegenüberstellung dieser Bilder. Ich denke, und das ist eine deutliche Ausrufezeichensache von mir in eure Richtung, die ja da promoviert und arbeitet drüber, anthropozänes Entwerfen bedeutet nicht nur für eine Kategorie entwerfen. Weil manche Menschen wollen oder können nicht so leben wie in München, an diesem grünen Ort. Wir sehen ja, dass die Menschen, die dort leben müssen, wo es vermeintlich schlecht ausschaut, hier in dieser Stadt auch nicht mehr leben können, weil sie es nicht mehr leisten können. Da können sie genauso an diesen Ort hierher kommen. Und ich denke, dass man in verschiedenen Möglichkeiten lernen muss zu entwerfen, in Möglichkeitsräumen. Und da kommen wir wieder zu dem Experiment, was Regine vielleicht vorher vorgeschlagen hat. Ja. Es gibt so viele Möglichkeiten im Anthropozän, nicht nur die eine Wahrheit und nicht nur Liebe eben, sondern auch Hass. Gut, das ist eigentlich kein schönes Schlusswort, muss ich sagen. Aber aber es fordert uns auf, damit schließen wir diese Sitzung. Ganz herzlichen Dank an die beiden Rednerinnen und an das Publikum.